Hi, hallo und willkommen zu einer weiteren Runde von Guid. Zuletzt waren wir hier gierig zugange und wollten hier was besorgen. Sahen, wie die drei Riesenameisen sich für dieses Bauteil da interessieren. Und was wir noch sahen, war, dass ich ein paar Sachen eingesammelt habe, mit denen ich nicht wirklich was anzufangen weiß. Aber das hatten wir ja schon. Flüssiger Stickstoff, Feuerzeug, LEDs und noch eine Menge anderes Zeug. Da haben wir schon 7 von 9 Chips. Und ich wette, in diesem Koffer ist das Heilmittel drin. Ja, Uno? Teppichmesser, Becherglas? Ich habe echt keine Ahnung, was das Spiel von mir will. Teppichmesser. Warum einfach, wenn es auch kompliziert ging? Flasche mit Münzen. Was denn? Ich hasse dieses Geräusch. Schwester, was willst du? Okay, wo ist jetzt Vicky nochmal? Da ist Vicky. Genau, das sag ich dazu. Aha. Dieses Messer ist so scharf, dass es noch nicht einmal Schnittgeräusche gibt. Da schneide ich das eher. Hä? Okay. Ich dachte, ich könnte das Geld behalten. Aber nein. Meins? Das ist das. Warum dreht sich das nicht? Ich habe doch nur was gegengeschmissen. Na schön. Boah, so viele Sachen. Das müsste ich doch langsam mal aufbrauchen. Aha, eine Alternative für Deutschland. Und was ist das? Ah ja, hier brauche ich Öl. Das ich natürlich nicht habe. Schlaube. Ja. Schubladenschlüssel. Die Logik des Spiels ist... Mensch, dann tritt doch drauf. Oder sind die so groß? Okay, ich verstehe kein Wort mehr, was sie von mir wollen. Eine einfache Stahlschüssel. Und was? Da muss man erstmal drauf kommen. Okay. Ui. Jetzt aber. Jetzt muss ich also irgendwo... Na, ich nehme einfach den hier. Na, dann tu's doch. Wo soll ich das denn reinfüllen?
So, wie wär's damit, Schwester? Oh. Ah. Fein. Sehr fein. Auf jeden Fall, wir haben mal wieder was gelernt. Nämlich... Ah, ist nicht so wichtig. Ja, jetzt dürfen wir wieder den ganzen Bereich zurücklatschen, aber das macht nichts. Auf ins zweite Stockwerk und ich stelle mir immer noch die Frage, warum sieht hier alles so zerstört aus? Wo ist das Monster? Und warum sind wir so schief? Warum ist der Fahrstuhl so schief? Und warum ist alles so schief? Zack. Wie sind wir da hochgekommen? Ich treffe Sam und Sarah zurzeit häufiger, aber ich kann ihnen nicht erzählen, dass ich ihr Vater bin. Ich möchte es am liebsten herausschreien, aber wenn ich es ihnen erzähle, wird ihre Mutter verbieten, dass sie mich weiter besuchen. Meine Kinder, ich liebe euch beide so sehr. Was? Okay. Das verstehe ich jetzt nicht. So. Repariere die Konsole. Oh nein, das sieht schon mal wieder so herrlich kompliziert aus. Und das mache ich dann noch und ich denke mal, dass es dann mit der Folge soweit war. Na endlich. Heide Witzka, das war vielleicht frustrierend gerade. So, auf jeden Fall hauen wir uns wieder nach unten. Wundern uns, warum hier alles so schief ist. Und ölen erstmal hier beim... in der Cafeteria hier dieses nervige Rätsel ein. Ich dachte, das müsste jetzt ein Rätsel gemacht werden. Okay, das geht natürlich nicht. Albert Einstein, Karl Marx, Isaac Newton, irgendein anderer Wissenschaftsheini und noch so einer. Und hier, oh. Zack. So, meine Laune bessert sich langsam wieder, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und was wollt ihr jetzt von mir? Nö, jetzt nicht. Das ist die Schublade. Aber jetzt fürchte ich, dass die Folge wahrscheinlich wieder zu lang wird. Ui, ein Dings da. Und natürlich fehlen mir da welche. Wozu brauche ich eigentlich die Fernbedienung?
Warum ist da Karl Marx? Warum ist das so offensichtlich zugenäht? Und warum frage ich euch das alles? Na, wie auch immer. Ich beende jetzt an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, wie ich planlos durch das Haus hier stolpere. Und mich wundere, warum hier alles so gut aussieht, während der Rest zerstört und zerfallen ist. Wie dem auch sei. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Lasst mir doch Feedback da. Über ein Abo würde ich mich freuen. Bis dahin und tschüss.